Hallo zusammen. Die Woche beginnt. Nach einer interessanten Reise nach Afghanistan, den Kosovo und nach Kroatien, bei der es um verteidigungspolitische Themen ging, ist diese Woche auch ein bisschen wieder Verteidigungspolitik, aber viel anderes am Start. Heute Nachmittag treffe ich mich mit der US-Generalkonsulin Gregonis, die kommt zu mir hier ins Büro nach Berlin. Dann werden wir über das Verwundetenabzeichen diese Woche im Deutschen Bundestag debattieren. Wir werden in der vorweihnachtlichen Zeit aber auch ein paar Weihnachtsfeiern sicherlich hier in dem Hause mitgestalten. Und wir werden einen sehr interessanten Plenumswochenablauf haben, nachdem wir dieses Mal auch den Mittwoch in das Plenum mit einbezogen haben. Verfolgt die Woche hier in Berlin, verfolgt die Politik, denn nach dem Bundesparteitag, bei dem kein aus der Großen Koalition vereinbart wurde, geht das Leben weiter. Wir wollen für Deutschland arbeiten, für die Menschen, für euch.